Parra, wir sehen hier einen alten Bekannten. Den Mann haben wir zuletzt bei... Wir sehen hier einen alten Bekannten, Pretty Ricky Sky. Den haben wir ja zuletzt bei Landslide in Österreich gesehen. Damals hat er sich ja noch mit diesem kleinen Taschenspiegel präsentiert. Den hat er heute nicht dabei. Aber sein Bart ist trotzdem schön geworden. Das ist der Five Star Mustache, wie er ihn ja nennt. Sorry, ich habe da ein bisschen untertrieben anscheinend. Aber so sieht er auch aus. Ein Five Star, 5 Sterne Mustache. Ja, wir haben von dem Five-Star-Mustache gesprochen. Jetzt sehen wir einen Five-Star-Entertainer. Hat bisher nur ein Match gehabt bei Unlimited Wrestling, gehört aber jetzt schon zu den, ja, mit zwei Matches natürlich, und gehört jetzt schon zu den beliebtesten Wrestlern hier im gesamten Roster. Die Unlimited Wrestling Fans, sie glauben an Joe Henry. Er hat sich bei Wrestival an diesen beiden Tagen in die Herzen der Fans gekämpft. Und ja, sein letztes Match war die Niederlage gegen Clute um den Challenge-Titel. Diese Niederlage möchte er natürlich nur zu gerne ausgleichen. Sein Gegner Ricky Sky darf natürlich nicht unterschätzt werden. Da ringe ich da hier auch. Reno Beats, ein alter Bekannter, war auch im letzten Match, wenn man es gesehen hat, im Titan-Tron von Ricky Starks. Pretty Ricky Sky. Wie wir es gesehen haben im Titan-Tron von Ricky Sky. Schön wie der Himmel, einfach zu merken. Natürlich, natürlich. War auch Reno Beats im letzten Match hier der Ringrichter. So, Joe Henry, der lässt es erstmal langsam angehen. Oh, da hat ein Fan ja diese Joe Henry-Maske. Da klatscht er erstmal ab. Ich sehe da paar noch mehr Masken sogar. Das zeigt einfach, wie unglaublich beliebt Joe Henry hier bei Unlimited Wrestling ist. Ja, nur einer mag ihn nicht und das ist Pretty Ricky Sky, der er uns hier gerade... Er mag es einfach nicht zugeben. Er mag ihn bestimmt auch. Ja, wer weiß, vielleicht ganz tief in ihm drin ist er auch ein bisschen ein Joe Henry-Fan. So, jetzt gibt es hier erstmal einen Lockup in die Ecke. Wirklich interessant ist ja, beide Männer tragen den schwarzen Gürtel in Judo. Ja, also auch über das eigentliche Wrestling hinaus sind das zwei sehr versierte Kämpfer. Headlock von Joe Henry gegen Pretty Ricky Sky. Er schnellt hier wieder hoch. So, beide tasten sich hier ab. Ricky Sky muss sich jetzt hier diesen Armtrack gefallen lassen. Ja, der Arm wird weiter verdreht. Aber er kann kontern. Und verdreht jetzt den Arm von Joe Henry. Aber Joe Henry zeigt uns hier all seine Agilität und Beweglichkeit. Sehr schön gekontert. Jetzt ist Joe Henry wieder in der Oberhand. Ricky Sky möchte inside. Schafft es aber nicht. Ja, Ricky Sky kann das auch. Sehr schön hat er sich herausgedreht. Aber da wird er gleich wieder zu Boden geschickt von Joe Henry. Da liegt er wieder auf der Matte. Und Joe Henry setzt hier nach. Sehr schön wird Ricky Sky hier auf die Matte geschickt. Ja, das erste Cover, aber das war eindeutig noch zu früh im Match. Ricky Sky wirkt hier ein bisschen überrascht hier, was hier Joe Henry zeigt. Jetzt hier nochmal der Lockup. Joe Henry mit der Oberhand. Es geht ins Seil. Schulterblock von Joe Henry. Da fegt es den Baum Ricky Sky um. Und
die Fans glauben an Joe Hendry. Ricky Sky wird hier mehrfach zu Boden geschickt, aber der Moustache, der sitzt. Oh, dumme Nuss, sagt hier Ricky Sky zu Joe Hendry. Oh. Was für ein Schaulerblock hier von Joe Hendry. Das ist eine da regelrechte Serie. Da rennt Ricky Sky gegen eine Wand. So, jetzt Ansatz zum Miracle Suplex. Oh, wie lange und wie einfach Joe Hendry Ricky Sky hier hochhält. Das sieht man Suplex. Auch mal, welche Kraft hier ein Joe Hendry überhaupt hat. Da geht er sogar noch mal in die Knie. Wahnsinnskraftdemonstration hier vom Schotten. Und da fordert um die Fans auf, noch ihn noch mal anzufeuern, noch mal die letzten Kräfte zu geben, um Ricky Sky hier den Rest zu geben. Oh, aber Sky kontert mit dem Schlag in die Augen und hier. Knallharter Vorarm in den Nacken von Joe Hendry. Jetzt setzt Ricky Sky nach mit diesen knallharten Tritten. Ja, so schnell wendet sich das Blatt. Wieder Vorarm in den Rücken. Coverversuch von Ricky Sky. Aber es reicht noch nicht. Ansatz zum Sleeper Hold. Vorbildlich ausgeführt. Wenn so ein Kraftpaket mit Joe Hendry keine Luft mehr bekommt, dann hilft ihm seine Kraft auch nichts mehr. Das weiß Ricky Sky. Aber das weiß auch Joe Hendry. Versucht sich hier irgendwie zu befreien und schafft es hier. Wird aber sofort hier von Ricky Sky wieder auf die Matte befördert. Jetzt wird hier Joe Hendry auch noch etwas gewirkt von Ricky Sky. Da wird Ricky Sky wieder etwas überheblich. Aber der Elbow, der sitzt. Sehr gut gemacht. Soll direkt noch einer folgen. Und da ist er. Offenbar soll es noch einen dritten geben. Der geht ins Leere. Joe Hendry weicht aus. Da war er schon weg. Und pumpt jetzt wieder auf die Beine. Oh. Joe Hendry läuft ins Leere, drängt in die Ringecke. Close Line von Ricky Sky. Da legt es erstmal Joe Hendry. Joe Hendry will hübsch sein. Der Joe Hendry will hübsch sein, sagt der Ricky Sky. Joe Hendry deutlich gezeichnet von der letzten Aktion. Hier der Pin-Versuch. 1, 2. Es reicht aber nur zum Two-Count. Ricky Sky setzt jetzt hier nach, packt sich hier Joe Hendry. Verpasst ihn erstmal eine Watschen. Ausheber zum Body Slam, der geht durch. Ja, auch dieser Ricky Sky hat sehr viel Kraft für uns hier demonstriert. Joe Hendry, der muss sich langsam was einfallen lassen. Der wird hier doch sehr systematisch bearbeitet. Auch mit diesen verhöhnenden Aktionen. Er sollte glaube ich damit aufhören. Und derzeit kann sich Joe Hendry erholen. Das ist so ein erfahrener Mann. Den reichen diese paar Sekunden. Und das, genau das passiert jetzt, was ich gesagt habe. Whoa. Body Slam von Joe Hendry. In diesem Body Slam hat Joe Hendry wirklich all seine Kraft und all seine Frustration reingelegt. Aber er ist immer noch gezeichnet. Jetzt muss Joe Hendry schnell wieder auf die Beine kommen, um nachsetzen zu können. Beide jetzt auf der Matte. Das Publikum unterstützt Joe Hendry, der kämpft sich hier nach oben. Er ist der Answer, also die Antwort. Hat er jetzt auch die passende Antwort für Ricky Sky? Shoulder Block. Nimm ihn auf die Schultern. Oh, Gorilla Press. Und da steigt Joe Hendry einfach mal übers Kreuz von Ricky Sky drüber. Codebreaker von Joe Hendry. Jetzt hier auch der Pin. 1, 2. Das reicht aber immer noch nicht, um hier Pretty Ricky Sky auf der Matte zu liegen. Dabei war das Cover schon richtig gut angesetzt. Die Schultern waren runtergedrückt, die Beine eingehakt. Aber, aus dem Lehrbuch. Ja, aber es hat noch nicht gereicht. Power Slam von Ricky Sky. 1, 2. Nur bis 2. Da rauft sich der Mann aus der Slowakei mit dem schönsten Schnauzer im Professional Wrestling die Haare. Er wirkt ein bisschen verzweifelt. Weiß nicht mal, was er alles gegen Joe Hendry noch zeigen muss, damit er auf der Matte bleibt. Beide kommen jetzt wieder so langsam auf die Beine. Beide sind auch wirklich sehr gezeichnet, das sieht man hier. Ja, sie schenken sich nichts. Es gibt es hier diesen abwechselnden Uppercut-Austausch beider Männer.
Oh, jetzt knallt der Job von Joe Henry. Aber auch ein Job von Ricky Sky. Ja, wie lange geht das jetzt so weiter? Jetzt die Schläge in den Rücken hier von Joe Henry. Ja, Ricky Sky wieder etwas mehr am Drücker, wieder mit dieser Ohrfeigen-Serie. Oh, jetzt reicht es Joe Henry. Kopfnuss! Das war der schottische Eisenschädel. Was für eine Wucht! Ja, da musste Ricky Sky noch Bekanntschaft mit dem Knie von Joe Henry machen. Und es laut er in der Ecke und kickt ihn einfach mit voller Wucht weg. Packt sich ihn hier nochmal. Aber Sky kann kontern. Dropkick! Dropkick! Wow, wie aus dem Bilderbuch. Ja, auch dieser Ricky Sky, ein echter Modellathlet. Jetzt nimmt der Anlauf in den Seilen. Aua, close! Lariat schon, wow! Der kam ja völlig aus dem Nichts. Was für eine Kraftdemonstration von Joe Henry. Und dieses Mal kann Ricky Sky nicht kontern und hier der Pin jetzt. War's das? Eins, zwei, drei! Joe Henry, der Mann aus Edinburgh in Schottland, ist siegreich. Somit wertet er seine Bilanz auf 2:1 auf. Und ich denke, ich spreche im Namen aller Fans von Unlimited Wrestling. Wir hoffen, dass wir ihn auch bald wieder in einem Unlimited-Ring sehen werden. Ich würde mich freuen. Und wie es hier ausschaut, viele der Unlimited-Wrestling-Fans natürlich auch.